Hallo und willkommen. Heute stelle ich euch den Ben Nevis 16 Jahre aus dem Sherrywood vor. Ben Nevis 16 Jahre aus dem Sherrywood. Warum steht hier jetzt kein Ben Nevis drauf auf der Dose? Ja, auf der Dose als auch auf der Flasche. Steht hier dick und fett The Cooper's Choice. The Cooper's Choice ist ein unabhängiger Abfüller, beziehungsweise ist eigentlich so eine Produktkette, weil The Vintage Malt Whisky, die liegen in Glasgow, die haben verschiedene Reihen. Eins The Cooper's Choice, dann haben sie Finlaggan, Isla Storm, was haben sie noch? Ja, noch ein paar andere. Und diese sind quasi Produktketten von unabhängigen Abfüllern. Die kaufen Fässer von Brennereien, die sonst ihre Produkte so nicht rausgeben. Einzelfässer, ja, verschiedene Reihen von Fässern und. Und stellen dann halt speziellere Produkte her. Hier in dem Fall ist es die Brennerei Ben Nevis. Und diese Flasche hier ist von 1996 und wurde von der Fassart in einem Sherry-Fass gelagert. Und dann schreiben sie noch alle Details drauf. Die Flasche wurde 2012 abgefüllt, 16 Jahre ist das Produkt, was da drin war. Die Fassnummer ist die 9095. Es gibt 250 Flaschen insgesamt. Und die Region, ja, Ben Nevis in Highland, ist eigentlich, wenn man das so sich anguckt in Schottland, in den Highlands im Westen, wahrscheinlich hier auf der Kamera in die Richtung, gibt es einen Berg, Ben Nevis, und da am Fuße westlich gelegen ist dann die Brennerei Ben Nevis. Und ja, 55% ist abgefüllt. Also man kriegt ja auch hohe Abfüllung, also Fassstärke Abfüllung. Und das Produkt ist nicht gefärbt und nicht kühle gefiltert. Und ich freue mich jetzt, den gleich vorstellen zu dürfen. Dann möchte ich ihn verriechen. Ich habe den Ben Nevis mir damals zu Weihnachten 2015 gekauft. Jetzt haben wir hier Januar 2016, also ist noch recht frisch. Kommen auch jetzt schon die ersten Sherry-Noten in die Nase. Ach, extreme Sherry-Noten. Und dazu diese Klebernote von Ben Nevis. Also jeder, der schon mal Ben Nevis getrunken hat, das ist so, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Leicht klebrig. Dazu diese dunklen Sherry-Früchte. Ich sage mal dunklen Cherryfrüchte, aber das ist so die Assoziation, die ich immer habe. Süß, Kleber, dunkle Früchte. Cherry ist ja ein Weißwein, von daher. Steht jetzt gar nicht drauf, was für ein Fass es ist. Ob es jetzt hier Oloroso oder ein Pex. Ich würde eher Oloroso vermuten, tatsächlich. Aber das ist reine Bauchsache. Er riecht schon leicht scharf, also mit 55% hat er auch ein bisschen was. Aber ich kenne ihn, er ist gar nicht so scharf, wie er vielleicht in der Nase riecht. Das war es aber auch, also diese Kleber, Sherry-Noten, Süße, vielleicht noch ein bisschen so Fassnoten, minimal vielleicht, mehr riecht man nicht raus. Also er hat einen soliden Charakter, riecht schön und rund, aber er hat auch einen sehr speziellen Geruch. Also auch schon sehr anstrengend, könnte man auch sagen. Mal schauen, wie er auf der Zunge ist. Dann darf ich doch den Ben Nevis mal aus dem Sherrywood mit 16 Jahren noch verschmecken. Den verschmecke ich jetzt ohne Wasser, weil ich einfach gemerkt habe, vielleicht probiere ich noch gleich nochmal mit Wasser, aber im Großen und Ganzen brauche ich das nicht. Fassaromen. Diese Ben Nevis Brenncharakternote mit diesem Kleber. Es ist nicht nur reiner Kleber, also muss man jetzt nicht denken, dass es hier ein purer Geschmack ist oder so.
Naja, man hat dieses Fassaroma. Ich krieg Schokonoten. Sehr rund, 55% mild. Super lang im Geschmack. Schön im Geschmack. Diese Benefiz-Note, die sich so über die Zunge legt. Dann breitet sich Süße aus. So Sherry-Noten, Süße, vielleicht jetzt auch leichte Zitronennoten, so ein bisschen spritzig. Runder Geschmack, voller Mund. Durch den hohen Alkohol trotzdem wird es ein bisschen trocken. Leicht wärmend auch. Aber also für jemand, der stärkere mag, gut. Ansonsten vielleicht mal ein Tröpfchen Wasser rein. Muss man verdünnen. Ich habe persönlich gemerkt, die Flasche verliert. Ich probiere es immer aus, Stück für Stück runter zu verdünnen, bis es nicht mehr geht. Habe aber gemerkt, auch so ein paar Tropfen, die verändern den Geschmack jetzt nicht großartig. Für mich reicht es. Ich trinke den auch mit 55%. Mein Fazit zum Ben Nevis 16 Jahre aus dem Sherrywood. Was soll ich sagen? Also man hat die ganze Zeit so den Mund, könnte die ganze Zeit hier so weiter schmatzen. Ich finde es einfach toll, mal so einen unabhängigen Abfüller vorgestellt zu haben, weil man dann einfach sich ja, Destillen aussuchen kann, von denen man Produkte mag. Und wenn ich jetzt hier an Ben Nevis denke, da gibt es dann so 2-3 Produkte und das war es dann halt auch. Da muss man schon hier gucken, was haben sie vor ein paar Jahren rausgebracht. Da kriege ich einfach hier ein aktuelles Produkt, einen Jahrgang, der 16 Jahre drauf schreibt, aus einem Sherry-Fass. Ja, bei Ben Nevis jetzt vielleicht nicht das super Besonderste, aber da gibt es dann auch mal jetzt bei anderen unabhängigen Abfüllern einen Bowmore, der normal ist, aus dem Sherry oder nicht, oder auch einen, was weiß ich, einen Bunner Heaven aus dem Sherry-Fass oder. Also es gibt die komischsten Konstellationen, die man so bei den Originalbrennereien nicht kaufen kann. Und das finde ich einfach toll. Man kriegt hier einfach viel Wert für das, was man zahlt. Hier die Flasche hat jetzt 79 Euro gekostet. 16 Jahre ist ein solides Verhältnis. Man kriegt hier ein Produkt, was nicht gefärbt ist, nicht kühle gefiltert. 55%, es steht so gut wie alles drauf. Bei Sherrywood hätte man jetzt vielleicht noch das Fass selbst draufschreiben können, ob es ein Oloroso ist oder nicht. Vielleicht war es auch irgendwie eine Kombination, aber eigentlich nicht, vermute ich mal. Sonst hätte es wahrscheinlich draufgestanden. Ja, man kriegt einfach ein tolles Produkt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also geht einfach mal bei euch lokal vorbei über irgendeinem Laden. Bei mir war es auch so, ich wollte irgendeinen schönen Whisky für Weihnachten haben. Und da habe ich gesagt, ja, was hast du denn hier so ein Angebot oder so ungefähr? Und dann wurde mir gesagt, hier, probier doch mal den Ben Nevis aus dem Sherrywood, der ist für Weihnachten halt gerade so in der Winterregion, Winterzeit, sehr, sehr toll. Ich hatte schon einen 22 Jahre alten Ben Nevis daheim, deswegen war ich ein bisschen kritisch, habe mir den eingeschenkt. Hammerteil. Also ich mag diese Ben Nevis-Note. Da habe ich gesagt, ah ja, komm, der wird's eingepackt. Und das kann ich euch nur empfehlen. Geht mal bei euch in den lokalen Whisky-Läden, wenn ihr die Chance habt, vorbei. Und lasst euch mal von unabhängigen Abfüllern was anbieten. Und da werdet ihr schon die ein oder andere Pulle finden, die ja, euren Geschmack trifft. Das war's vom Whisky-Bubbler. Bis demnächst. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.